Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir sind hier immer noch in Fangler und haben ja schon bereits einen Stab des Chaos, also einen Teil davon, gefunden. Ah, ich habe schon kommen sehen. Und erkunden jetzt hier noch mal ein bisschen, vielleicht finden... Alter! Der war schon hartnäckig. So, jetzt müssen wir wieder Heilungspotion nehmen. Das hat auch sehr, sehr gut geholfen, wie man sieht. Und schauen mal, wo wir jetzt lang gehen. Ja, hier auf jeden Fall. Bringt es uns bestimmt wo weiter. Komm, wir gehen hier mal rein. Und hoffe tatsächlich, dass wir vielleicht noch irgendwas Gutes finden. Vielleicht irgendwas sogar Questrelevantes. Man weiß es nicht. Zumindest ich weiß es nicht. Hm, ich habe da was gehört. Oder warte. Oh. Oh. Ein Schlag down. Okay, das sind schon keine Gegner mehr. Da vorne können wir was einsammeln. Oh. Was? Okay, Gold. Gold? Nice. Oh, Gold nehme ich immer mit. Ah, den können wir nicht mehr mitnehmen. Nein. Egal. Gold haben wir jede Menge hier jetzt. So, hier geht es auch nicht mehr weiter. Wir können hier rum mal gucken, was da gibt's. Ja, nicht viel. Und dann der hinter mir? Nö. Was war das? Ja, wir gehen hier auch mal entlang. Oh, guck mal, wie viel wir schon hier erkundet haben. Wir haben schon fast das komplette Fanglair erkundet, gutachtet. Fehlt uns nur noch hier hinten noch alles, aber und hier in der Mitte. Aber wir haben schon richtig viel hier entdeckt. Gehen erstmal hier geradeaus. Oder? Ja, habe ich doch richtig gesehen. So. Okay. Wenn wir da jetzt hingehen. Ah, okay, das ist nur ein Kreis. Im Grunde. Boah, genau jetzt, der spawnt genau vor mir und hinter ihm ist auch noch einer. Aber die sind auch schon mittlerweile richtig, ja, wieder ein Level-Up. Ja, Mann, vier Bonuspunkte. Ich würde sagen, wir gehen auch nochmal hier. Da müsste auch... Na dann, wenn hier nichts wird, dann gehen wir auf Glück. Dann machen wir mal alles auf Glück rein. Obwohl hier Strength, müssen wir auch mal wieder was machen. Beim nächsten Level up machen wir das, dann kommen wir hier Damage ein bisschen höher und maximale Kilos können wir dann auch mehr tragen. So. Hat der was? Nichts? Hat der was? Auch nichts. Und hier gibt es, glaube ich, sonst auch nichts mehr außer diesen Höhleneingang da. Also diesen Minenschachteingang. Hier gab es auch irgendwie noch was, aber haben wir nicht wirklich erkundet, glaube ich. Ja, da brauchen wir jetzt auch nicht. Wir müssen ja nicht alles erkunden, aber dass wir schon mal einen groben Überblick über die Map hier haben. Wo war denn der Weg? Da. Da ging es weiter. Genau hier. Okay, hier geht es nur noch hier lang. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal zurück und dann gucken wir hier. Hier will ich jetzt auch nicht unbedingt hin. Und wer weiß, vielleicht irgendwann in Zukunft gehen wir nochmal zurück nach Fangler.
Ob durch eine Quest oder einfach so? Da bist du ja. Oh, schnell. So, der hat nichts. Wir können aber auch in Zukunft wahrscheinlich auch so noch mal wieder hierhin und gucken, was wir hier finden, was uns hier erwartet. Ich würde sagen, wir gehen hier noch mal komplett zurück und gucken uns dann ab hier jetzt weiter um. Ja, ich gehe. Hallo. Steck da fest. Hier ist irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, aber ich höre da definitiv noch was. Rumjauchzen. So, wo sind wir? Genau, hier sind wir richtig. Dann gehen wir hier erstmal geradeaus. Hier glaube ich nur diese Minenschächte. Ah, wenn es nur noch die Minenschächte gibt. Obwohl hier haben wir noch einen Weg, den wir noch nicht erkundet haben, entlang gelaufen sind. Geht's noch weiter? Skelette sind wieder in der Nähe. Frag mich, wo wir noch überall ankommen. Eine wunderschöne Sackgasse auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir probieren den hier und gucken mal, wo wir hier ankommen. Denn wir haben hier noch genug zu erkunden. Ist der Minenschacht. Ah, hier ist es auf einmal nicht mehr so am Ruckeln. Okay. Schacht A. So, und wo sind wir? Genau. Hier wollten wir hin. Ah, oh, da liegt wieder was. Ich hoffe, wieder Gold. Ein Bracelet. Oh, Bracelet konnten wir noch mitnehmen. Nice. Wieder einen großen Raum. Ah, wir werden hier wahrscheinlich auch hingekommen. Vermute ich. Viel fehlt uns jetzt auch nicht mehr zum Erkunden. Dann haben wir gleich fast komplett Fangleer erkundet. Da geht's weiter. Habe ich dich gehört gehabt, Wochen? Hier ist ein Gold. Und ein Potion. Hier gibt es aber nichts mehr. So. Dann wollen wir hier jetzt nach links, also Richtung Süden. Mal schauen, was wir hier entdecken. Ihr hört das auch, oder? Oh, diese Ruckler. Ich glaube, vorsichtshalber nochmal speichern. So, dann wollen wir hier noch im Norden und dann gehen wir hier nachher rein und
hier zu gucken. Minotaurus irgendwo in der Nähe? Ja, da. Er hat nichts Brauchbares. Oh, drei Wege. Aber da vorne sehe ich Gold. Und ein Bracelet. Bracelet können wir immer mitnehmen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen zuerst hier hin. Gucken mal, was wir hier entdecken. Noch eine Tür. Die gehen wir gleich auch nochmal rein. Schon auch ein ordentlicher Irrgarten hier. Ah, den können wir nicht mitnehmen. Nein. Aber finde ich auch teilweise besser, dass man nicht immer endlos viel mitnehmen kann. So wie in Skyrim so, du kannst 1 Million Sachen hier mitnehmen. Läufst dann halt nur langsam und kannst nicht schnell reisen. Hier haben wir wieder ein Tunnelsystem, da schauen wir uns später mal an. Gucken wir hier mal rein. So. Er hatte nichts. Nochmal kurz ein... Der war aber low. Manche Heiltränke, die bringen gar nichts. So, wo müssen wir noch alles hin? Hier oben haben wir schon. Dann gehen wir hier mal links rein. Ja. Ich habe dich noch gesehen. Hatte nichts. Hier gibt es auch wieder nichts. Ja, dann den ganzen Weg wieder zurück und dann hier. Oder wir können ja den Tunnel hier nehmen und dann da noch mal schauen, wo wir ankommen. Nur hier halt rechts. Und sind wieder hier. So geht's auch. Gehen wir. Ja, wir sind wieder hier, genau. Dann gehen wir hier mal entlang. Voll was gebracht. Können wir hier auch nochmal versuchen. So, ich mache mal ganz kurz Pause, weil ich angerufen werde. So, da bin ich wieder. Der gute Sally hat angerufen gehabt. Der hat mich jetzt zum Glühwein eingeladen. Und ja, ich selber mag zwar Glühwein, aber ich komme da auf jeden Fall nachher nochmal vorbei bei ihm. So, könnt ihr auch mal gerne bei ihm auf dem Kanal mal vorbeischauen. 0Sally0. So, oder bei mir auch unter spannende Kanäle findet ihr ihn auch auf jeden Fall da markiert. So. Das hier ist jetzt nur noch ein... Ja, dann gehen wir hier mal hin. Weil ich will das da hinten auch noch erkunden. Aber wir sind hier schon gleich durch. Ja, Mann. Dann nur noch diese Lücke hier. Das heißt, wir gehen erstmal hier rein, gucken da hinten alles an. Und dann gehen wir hier rein und gucken uns hier alles an. Dann... Ist das mit Fang leer, würde ich sagen. Ich glaube, dann haben wir diesen Dungeon komplett durch. Okay, hier fehlt vielleicht noch ein bisschen was so, weil... Keine Ahnung. Ich habe jetzt echt nicht erwartet... Obwohl, hier hinten fehlt auch noch was. Aber ich habe jetzt echt nicht erwartet,
dass wir hier so locker flockig durchkommen. So, jetzt habe ich nicht geguckt, wo ich hin muss. Genau, da. Und dann hier. Und dann zuerst da hinten. Und rein da. Gold, 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 Gold. Crystal, Round Shield. Den können wir auch nicht mehr mitnehmen. Nein. Bin, nice. 49 Gold. Ich weiß nicht, was die Spinne mit Gold anfangen will. So, genau. Wir sind jetzt hier auch richtig. Dann kommen wir hier auch weiter auf jeden Fall. So. You see a temple. Ah, wir sind jetzt auf der anderen Seite von dem Tempel, glaube ich. Ja, genau. Wir sind auf der anderen Seite davon. Und noch mehr Spinnen. Der hat nichts. Bitte, hinter mir ist keine. Spinnen. Vor den Spinnen, da habe ich richtig Angst hier. Am meisten sogar. Und all den Kreaturen, die es hier gibt. Loot. Tanto können wir auch noch mitnehmen. Nice. Und an dem laufe ich genau vorbei. Gold. Was wollen die Spinnen mit dem ganzen Gold? So. Dann wollen wir auch nochmal nach Süden einmal drumherum gucken. Mal sehen, was wir da alles finden. Nicht in dieses Loch. Hatte ich jetzt nicht vor. Aber einmal um den Tempel herum. Oh. Ja. Bleibt nichts anderes über, oder? Ne, da geht's nicht hin. Ach, komm, hoch. Dann gucken wir mal, was wir hier entdecken. Ah, okay, wir sind wieder hier, wo wir schon mal waren. Da geht's noch weiter. Mal nochmal zurück in dieses Loch. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass es da noch weitergeht. Ja, da kennen wir aber hier. Minenschacht F. Ja, habe ich mir gedacht, dass hier vielleicht ein Minotaurus ist. Ja. Der hat nichts. Mittlerweile habe ich so das Gefühl, die Spinnen sind mehr wert hier als die Minotauren. Jo, aber hier geht's auch nicht mehr wirklich weiter. Obwohl da im Norden habe ich noch nicht geguckt gehabt hier. So, der hat auch nichts. Die lohnen sich gar nicht, die Minotauren. Und ich weiß noch, vor ein paar Folgen hatte ich noch richtig Angst vor den Dingern. Hallo, will hier vorbei. So, aber hier gibt es auch keinen Weg mehr. Ja. Okay. Aber... wir haben schon gleich alles durch. Jetzt heißt es, den kompletten Weg nochmal zurück. Gucken, dass wir das hier noch irgendwie entdecken, erkunden können. So, das heißt, wir können hier... Hallo. Was war das denn jetzt? So, wo müssen wir entlang? Ja.
So. Genau, hier geht's rein. Und dann wären wir hier wieder in so einem Raum mit einem Minenschacht. Aber da hinten war ja auch noch einer. Hier, genau. Der auch weitergeht. Oh, Spinne! So. Auch noch Feeling. Spinne hat dieses Mal nichts. Und wir gehen hier rein. Und ich hasse Spinnen. Von den Dingern habe ich am meisten Angst, die bisher. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es irgendwann, dass wir so overpowered sind, dass wir vor Spinnen gar keine Angst mehr brauchen. Ist hier noch irgendwas? Weiß ich nicht, aber wir gehen hier jetzt mal rein. Ja, komm. Und suchen uns mal den Weg wieder zurück. Egal, das brauchen wir jetzt doch nicht mehr. Aber wir sind hier schon mal den richtigen Weg. Egal, das erkunden wir nicht. Dann gehen wir da mal lang. Und gucken, wo wir da ankommen. Und runter. Oh. Hier ist groß. Ja, wir wollen weiter Richtung Süden. Aua. Kleines Arschloch. Ein Butler. Den können wir auch nicht mehr mitnehmen. Wir gucken zuerst hier. Zuerst hier gucken. Hallo. Muss man drauf gehen. Er hatte nichts. Da. Mal gucken, ob es hier irgendwie vielleicht doch noch weitergeht. Ja, hier geht's weiter. Zwei Schläge down. 30 Gold immerhin. Ab können wir auch nicht mehr mitnehmen. Inventar ist schon richtig, richtig voll. So. Glaube ich, war es das auch schon im Grunde. Genau, da vorne müssen noch einmal rechts. Können wir uns einen Weg raussuchen schon? Haben wir Fang leer durchgespielt? Obwohl so richtig du. Der kommt auch einfach aus dem Dunkeln. Oh, das sind sogar zwei. Potion? Oh nein, ich kann kein Potion mehr tragen. Können wir auch nicht mehr tragen. Skelett ist irgendwo in der Nähe. Ist das hier schon? Hier war es das schon, ja. Okay, dann heißt es. Ah, hier haben wir noch nichts. Aber dann heißt es im Grunde hier und dann sind wir schon draußen. Wieder den ganzen Weg nach Norden zurück.
So, ist das der richtige Weg? Ja, ja. Bisher sieht es noch richtig aus. So. Ja, wir können diesen Tunnel nehmen. Ich glaube, macht am meisten Sinn. Mit den hier nehmen. Warte mal. Da waren wir noch gar nicht. Also gehen wir hier rein. Minenschacht B. Ich glaube, das führt zum Ausgang, also gehen wir erstmal hier hin und gucken, was wir finden. Hallo, ja, hi. Der hat nichts. Kein Healing Potion. Nochmal ein. Und dann schauen wir mal, wie viel wir noch haben an Heiltränken. Auf 29. Wir haben schon die Hälfte der, also einen mehr als die Hälfte an Heiltränken, die wir mitgenommen haben, verbraucht. Das heißt, mit so vielen Heiltränken, mit 60 Heiltränken, sind wir hier gut bestückt. Und wir haben Fangleer fertig. Wir haben hier im Grunde schon alles erkundet. Nice, wir sind hier durch. Ja, dann gehen wir raus. Oh, warte, da war er. Aua! Woher kommst du denn her? Haut er mir einfach aufs Maul. Und nochmal 75 Gold. Nice. So, wo ist denn der Ausgang? Hier. Dann würde ich sagen, was wäre der nächste hier? Belkaf Guard, glaube ich, das nächste. Aber Dragonstar, Skaven, Sentinel, Legate, Gilane, Stonekeep. Ich glaube, Elinir würde am meisten Sinn machen, dass wir daran rein. 5 Tage wird das brauchen, okay. Nach Elinir. You have arrived in the city state of Elinir in Hammerfell Province. The date is Tirdas 22. of Sunstone in the year 3. Ära 390. It took 5 days to reach your goal. Thou art welcome in Elinir, guardian of the west. Many name this home. Be cautious. Lest ye draw their wrath upon their heads. Oh, dann können wir hier wieder einstecken. Sind jetzt in Elinir. Und ich würde sagen, das ganze Zeug, was wir gesammelt haben, verkaufen wir in der nächsten Folge. Reparieren dann auch unsere Ausrüstung und sehen zu, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen bessere Ausrüstung kriegen aus Ebenerz oder so. Oder noch besser dädrische Rüstung. Das wäre am besten, aber ich glaube, wir kriegen hier hauptsächlich nur Ebenerz als Beste. Dann sehen wir zu, dass wir das kriegen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.